Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Wir sind auf dem Bushcraft-Treffen bei Tripsi und zwar auf einer kleinen Burg. Ja, ihr habt richtig gehört, das weltweit einzige Bushcraft-Treffen auf einer Burg. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja, ich will. Willst du auch? Auf Generation Outdoor zu sehen sein? Ja, willst du auch auf Generation Outdoor zu sehen sein? Ich verrate dir ein Geheimnis, ich mach den Kanal. Was? Hätte ich das gewusst. Alvo, ich hab dir Frühstück gemacht. Geil. Na, sieht aber kacke aus. Ja, ist Asche und Sand und Wasser und Gras. Tut mir leid, ich esse nur Bourbon und Haferflocken. Kann ich verstehen. Okay. So, soll ich euch mal ganz kurz die Cinderella Suite zeigen, wie Tripsi sie genannt hat? Guck mal mit. Ist das geil? Also richtig Premium links und rechts in so einer Spalte drin. Finde ich geil. Ja? Dann so schön Biwak-mäßig. Das hat was. So, dann gehen wir mal hier in die kleine Burgruine rein. Hier ist nämlich, wovon ich euch ein bisschen erzählt habe, ja? Hier ist das kleine Hängemattenparadies. Ich hoffe, ich krieg's rauf. Ah, ihr seht da im Hintergrund die zwei Hängematten. Einmal vom Tripsi. Ich frage ihn mal später, was das für ein Tarp ist, weil ich kenne das noch überhaupt nicht. Sieht aus wie so ein Wascher. Ja. Vielleicht treffen wir ihn ja gleich mal persönlich und können wir ihn schnell fragen. Ja. Aber auch teilweise ganz einfach. Hier mit Baumarktplane und so. Total cool. Und dann, das muss ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Die beiden haben da einen Stock sozusagen quer vorgeklemmt und haben dann einfach was rangebunden, ne? Und haben so Tarp und Hängematte abgebunden. Folgendes, das Tarp, was ihr da hinten groß aufgespannt habt, ne, ja, bei euch, ja. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Wascher. Diddy Hammocks 3x3 Multicam. Okay, das war's schon, jetzt kannst du gehen. War ja ein kurzer Spaß. Ja. Das, meine lieben Freunde, waren gerade ein paar Turmfalken-Babys. Die haben sich da in so einer kleinen Nische eingenistet. Ich meine, irgendwie super niedlich, ne? Und ein weiterer Grund, das nächste Mal, wenn ich wieder zu Hause bin, mir endlich mal das Naturobjektiv zu besorgen, mit dem ich auch deutlich näher rankomme. Weil so kann man natürlich keine tollen Bilder machen, ne? Braucht man unbedingt. Unbedingt. Ja, so oben auf so einem Burgturm, da ist schon mal eine geile Aussicht, das kann man mal so sagen. Wir haben hier so einen Rundrumblick. Ja, ich versuche mal so ein bisschen mich umzudrehen. Mal sehen, ob die Kamera das alles mitkriegt. Ja, ihr seht's ja. Geile, geile Sache. Ja. Mit dem ganzen Panorama da hinter mir und so. Ach, das hat schon was, vor allen Dingen bei dem geilen Wetter, das wir haben. Aber es ist halt auch mega warm. Ne? Und hier ist diese kleine Burgruine, wo man dann hochgeht auf der Wendeltreppe, also schon sehr geil, wo ihr eben auch die Turmfalken gesehen habt, ja. Einmal essen? 7 Euro. 7 Euro, das ist eine Mahlzeit. Was kostet eine Tütensuppe und eine Packung Couscous? 69 Cent. Erheblich weniger. Was jetzt
die ihr im Industriellen kaufen könnt, was schon für euch abgepackt ist, ist so eine Tütennahrung, gefriergetrocknet, heißes Wasser rein, fertig. Das kann man auch sehr einfach selber machen, erheblich günstiger. Man kann das besser variieren, kann sich das für sich selber anpacken, ist eine tolle Sache. Die Amerikaner kennen das als Freezer-Back-Cooking. Der Name ist Programm. Gekocht wird nämlich in Gefrierbeuteln. In diesem Fall von Toppitz. Mag es eigentlich egal, Hauptsache die sind stabil genug. Also die Gefrierbeutel gehen dafür meistens. Grundidee ist, einen Energiespender zu nehmen, der nicht viel Energie braucht zum Heißwerden oder zum Kochen. Wie jetzt Couscous zum Beispiel. Couscous, Kohlenhydratträger, braucht man nur heißes Wasser drauf zu machen. Der wird von alleine gar, braucht man nicht viel machen. Weil normalerweise, man kommt irgendwo an, man möchte was zu essen haben, heißt kochen. Feuer bauen oder Gasgrill hinstellen, Gaskocher hinstellen, 10 Minuten irgendwas drauf köcheln lassen. Das geht erheblich leichter, indem man sich die Sachen einfach direkt in einem Ziploc-Beutel zubereitet. Jetzt schmeckt der Couscous von Natur aus ein bisschen fad. Was macht man da? Man will ja auch nicht das Gewürzregal mitnehmen. Hinstellen, fertig. 10 Minuten später ist es fertig, ist es durchgezogen, Tüte auf, rauslöffeln. Das ist der gesamte Vorgang. Das geht unheimlich schnell, es ist unheimlich günstig, es ist unheimlich praktisch. Ihr fabriziert keinen Dreck, ihr macht euch nicht die Finger schmutzig, nicht den Topf schmutzig, ihr müsst nicht spülen, ihr müsst nicht viel Brennstoff verbrennen. Und ihr könnt nachher alles, was ihr im Müll produziert habt, in diesen Beutel reinpacken, einstecken, mitnehmen, saubere Sachen. Ja Leute, ich kann es nur mal wieder wiederholen, es ist ein unfassbares Panorama hier, also ich habe noch nie ein Bushcraft-Treffen auf einer Burg gehabt, ja, wir sind jetzt hier auf der Burg Montfort, ja, ich glaube wir sind in Rheinland-Pfalz, ja, wir haben die Grenze passiert, soweit ich mich erinnere, ja, aber nagelt mich jetzt gerade nicht fest und ja, man fährt halt erstmal hoch und dann läuft man den Rest, man kann auch komplett hochfahren, wenn man einen Allradwagen hat, ja, aber ich hatte keinen, also sind wir zu Fuß hochgegangen. Und ja, jetzt sind wir hier oben in Burgruinen und jeder hat irgendwo so sein kleines Plätzchen sich irgendwo reingebastelt. Ja, entweder mit einem Zelt oder mit einem Biwak, ja, mit einem Tarp. Ja, und ihr seht es ja hier auch hinter mir, ne? Überall im Hintergrund. Ich könnte immer wieder schwärmen über das Panorama und dass wir hier in einer Burg ein Bushcraft-Treffen machen. Ja? Die Leute machen Kurse. Ich habe euch eben schon von einigen Kursen erzählt. Ein paar habe ich auch gefilmt und euch gezeigt, ja, wie ich selber Bogenschießen nochmal gemacht habe. Aber bei mir war es auch einige Zeit her, dass ich vernünftig Bogenschießen gemacht habe. Und jetzt spricht der Schorsch da gerade unten immer noch über Trekkingnahrung. Ja? Wie kann man sich was geil zubereiten, ohne viel Aufwand, ja? Ohne dick kochen zu müssen und schön leicht. Ich finde es klasse, Leute. Und habe ich schon erwähnt, dass wir in einer Burg sind? Für mich als Mittelalter-Fan ist natürlich besonders geil. Ja? Ich mache ja auch Mittelalter mit dem Herlager und so weiter. Fahren wir auf Mittelaltermärkte und stellen da dar. Und also ich finde das top und was völlig Außergewöhnliches. Danke, Tripsi. Und vielleicht kriegen wir das ja öfter mal hin so. Weil das ist einfach nur, das ist geil. Das ist geil, Leute. Wir filmen es ja die ganze Zeit. Machst du Fotos oder filmst du? Ich filme. Okay. Hast du mich voll drauf oder was? Bis zu den Knien ungefähr. Okay. Kinder, so macht man's nicht. Siehst du? Hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? Na, du darfst nur hören, weil du hier auch fuchtest. Ah, da ist einer daneben. Nein. Aber du kannst jetzt auch mal hier bleiben. Das stimmt nicht. Ich würde vorschlagen, wir gehen nicht wirklich mal was. Äußerst dynamisch, kompetent, dynamisch. Eloquent. Guckt mal da, Generation Outdoor mit Samwise. Du bist so zum Fressen und du winzig. Komm her.
und dann werden die nochmal durch Papierfilter, also runtergekühlt der Stoff und durch Papierfilter gepresst. Weil da sind ja Fuselöle drin, also Öle in dem Whisky, in dem Destillat. Oh, schicker Abendnachtisch. Und um die rauszukriegen, wird es halt kühlgefiltert durch Papierfilter gepresst. Warum will man die rauskriegen? Wenn der Whisky nur 40 Umdrehungen hat und dann Temperaturschwankungen hat, dann wird der trübe. Wieder überprüfen, wenn man dann eben ein bisschen Wasser nachfüllt, das ist ja meist ein bisschen kälter, dann sollte er normalerweise so leicht eintrüben, weil dann die Öle eben doch wieder schmieren ziehen. So, wer hat übrigens das beste Zelt? Natürlich ich. Ja. Wir sind mit dem Mittelalterzelt angerückt. Ja. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ja, ihr seht, es ist ein Kai-Zelt mit einem angenehmen Plastikboden. Ist natürlich nicht ganz authentisch. Wir wollen noch gucken, dass wir das optisch versteckt kriegen ein bisschen. Ja. Weil das ist da nicht ganz so schön, wenn da so ein Plastikboden, ja, das ist jetzt sozusagen die kleine Garnitur, ja, das ist unser Zweizelt, wenn wir eher ein bisschen mobiler sein wollen mit weniger Gepäck. Ja, wie ihr seht, alles natürlich mal wieder mega unordentlich, so wie immer, wenn ich zelte, ja. Aber alles schön mit Fell ausgelegt, da ist noch die Felldecke, alles super bequem. Ja. Denn links ist mein Lieblings-Schafkopfkissen. Ja? Eigentlich ist es nur ein Schafsfell. Aber ich mache es mir entspannt sozusagen zusammen. Ja? Und dann schlafe ich da drauf. Finde ich geil. Ja? Ist natürlich nichts für Wandertouren, aber für eine Buschkrafttour kann man es mal mitnehmen. Weil es gibt kaum was Angenehmeres als auf und mit Fell schlafen. Höchstens noch so Wolldecken und sowas. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ne? Aber ich sag mal, gegen Fell kann man eigentlich nicht sagen beim Schlafen. Geht eigentlich nicht. Vor allen Dingen nicht als Kissen. Also voll geil. Und den kleinen Sam, ja, der schläft zwar gerade, aber wir riskieren mal einen Blick. Hallo. Ja. Der Kleine schläft nämlich zu wenig. Deshalb muss er ab und zu in die Box, damit er mal runterfährt, weißt du? Weil sonst würde er völlig kirre und fängt an irgendwie, ja, wegzulaufen halbwegs und solche Geschichten. Muss man ein bisschen konsequent sein. Ich hätte ihn natürlich am liebsten auch den ganzen Tag neben mir und bei mir, um zu knuddeln und zu spielen und was weiß ich. Aber das geht halt nicht. Er ist halt noch ein Welpe. Ja, er muss erst lernen, wie er selbst zur Ruhe kommt und wie er sich hinlegt. Also müssen wir erstmal so vorlieb nehmen. Meine lieben Freunde, falls ihr euch übrigens wundert, ja, was das hier für ein riesiger langer Tisch ist mit was weiß ich nicht wie viel Scheiße drauf, das ist der Tauschtisch. Ja. Für sowas sind nämlich Buschkrafttreffen einfach super, würde ich mal sagen. Man tauscht seine alte Ausrüstung, die man vielleicht nicht mehr braucht, ja, und dann ist alles super. Klasse. Richtig geil. Sollte es überall geben. Ich hoffe, das kleine Video zum Buschkrafttreffen bei Tripsi hat dir gefallen. Hier links und rechts oben findest du jetzt noch weitere Videos zu den alten Treffen bei Tripsi. Es war auf jeden Fall eine außergewöhnliche Location. Danke nochmal an Tripsi dafür, dass er das organisiert hat. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da, abonniere mich auf den kleinen Button hier unten, denn dann verpasst du keine Videos mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten. Bis dahin. Tschüss, tschüss. So, Abmoderation. Sicher, dass das weltweit einzige ist? Ist mir doch scheißegal. Was? Scheiße labern, à la Albo. Ja.
Läuft doch. Okay, wenn wir zusammen sagen, ist es in Ordnung. Mach mal so, los okay. Geht's. Trekking-Cracker, Trekking-Cracker, Trekking-Cracker. Trekking-Cracker. Also jetzt haben wir es aber versetzt gesagt. Es war wie ein Kanon. Okay, also 1, 2, 3. Trekking-Cracker, Trekking-Cracker, Trekking-Cracker. Das ja, finde ich gut, ja? Siehst du? Mach mal so. Funktioniert doch. Passt doch gar nicht drauf. Du nimmst schon das ganze Bild ein. Ich wollte gerade sagen, deine wunderschöne Schönheit. Oh, die Plauze guckt unten raus. Cut, cut, cut. Cut, cut.